Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Bei der geistlichen Lesung heute Morgen kam mir wieder einmal die Frage in den Sinn, wer Jesus eigentlich ist. Und die Antwort war sofort da. Um das zu erfahren, muss ich wieder die Bibel in die Hand nehmen. Immer wieder und wieder. Und immer wieder und wieder kann ich hier drin erfahren, wer Jesus ist, neue Facetten entdecken, neue Schattierungen kennenlernen. Und schon die Menschen damals in seiner Umgebung haben voll Staunen gefragt, was ist das für ein Mensch? Um dieser Frage näher zu kommen, muss ich die Heilige Schrift in die Hand nehmen. Umso mehr, wenn ich gesandt bin, von Jesus zu sprechen, sein Gebot zu leben und sein Evangelium zu verkünden. Was das für einer ist, erfahre ich aus der Heiligen Schrift. Und die ist so voll, dass ich mein Leben lang darin lesen kann, ohne an ein Ende zu kommen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wer die Schrift nicht kennt, kennt dich nicht. Und du lädst uns ein, jeden Tag neu von dir zu lesen und zu lernen und so auf die Spur zu kommen, wer du bist. Schenke uns in dieser Nacht heute Ruhe und Frieden, damit wir auch morgen neu dieses Buch in die Hand nehmen können, von dir lernen können, um zu erfahren, wer du bist, für uns und für deine Kirche. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Thank you.